Ich habe erstmal eine Frage an euch. Und zwar, was ist der beste Freund des Menschen auf vier Beinen? Das Bett. Nein, 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 natürlich der Hund. Genau. Der beste Freund des Menschen, der Hund, der diskutiert nicht, der widerspricht nicht. Ist auch nicht so kratzbürstig wie so eine Katze oder irgendwie so, lässt alles mit sich machen. Das ist doch ein Freund, oder? Ich weiß, für Hundebesitzer, es gibt auch andere Zeiten, aber das ist ja so das Ideal, so der treue Hund, der treue Freund. Warum sagt man das eigentlich, der beste Freund des Menschen ist der Hund? Hat man so viel Schlechtes erlebt oder den kann man halt kaufen oder so? Also woran liegt das denn? Genau, wir sind mitten in der Reihe, die Gefährten. Predigen wir jetzt einige Sonntage, nächsten Sonntag zum Abschluss noch einmal. Und heute geht es um das Thema Freundschaft. Warum gibt es eigentlich Freunde oder gibt es eigentlich Freunde? Wie lebe ich Freunde oder ist das überhaupt wichtig heute noch? Vielleicht früher so. Warum Freunde? So, in der Bibel gibt es extra ein Wort dafür, für Freunde oder für Freundesliebe. Also irgendwas scheint da dran zu sein. Da gibt es verschiedene Worte für Liebe. Da gibt es Eros, die partnerschaftliche Liebe. Gibt es Agape, die göttliche Liebe, die schenkende Liebe, familiäre Liebe. Und dann gibt es noch Philos, Phileo, die Bruderliebe, die freundschaftliche Liebe. Was hat Gott sich dabei gedacht? Dass es gibt da nochmal so eine Extrasparte. Darum soll es gehen in dieser Predigt. Und wir steigen ein mit Salomo, der in seinen Sprüchen einiges zu Freunde sein und zur Freundschaft gesagt hat. 17,17. Ein Freund liebt zu jeder Zeit und als Bruder für die Not wird er geboren. 18,24 für Facebook-User, ganz besonders wichtig. Viele sogenannte Freunde schaden dir nur, aber ein echter Freund steht mehr zu dir als ein Bruder. 27,5. Ein offener Tadel ist besser als verborgene Liebe. Wunden, die ein Freund geschlagen hat, sind besser als Küsse von einem Feind. Das ist ein typischer Spruch von Salomo, oder? Das haut rein. Geht weiter. Der ehrliche Rat eines Freundes ist so angenehm wie Öl oder Weihrauch und süß wie Honig. Lass niemals einen Freund im Stich, weder deinen eigenen noch den deines Vaters. Auch interessant. Eisen schärft Eisen, ebenso schärft ein Mensch den anderen. Also das Thema Freundschaft ist ein riesiges Thema und ich möchte einen kleinen Beitrag dazu leisten. Es kann nur eine kurze Predigt sein, aber ich habe trotzdem vier Punkte, nicht nur drei, sondern vier heute Morgen. Alle fangen mit E an, wie Freunde, also einzigartig, entdecken, entwickeln und eigentlich Kraft, aber dann E wie Energie, dachte ich, passt ganz gut. Also wir steigen ein mit Einzigartigkeit. Was ist eigentlich das Einzigartige, das Besondere an Freundschaft? Ein echter Freund steht mehr zu dir als ein Bruder. Ein Bruder kann man sich nicht aussuchen, Schwester auch nicht. Ein Freund schon, hat Vorteile, ist was Besonderes. Eine Freundschaft bringt was in unser Leben, was Familie nicht kann, was auch der Ehepartner nicht kann, was auch die Arbeitskollegen nicht können oder die Nachbarn oder die, wie auch immer, die Enkel oder so nicht können. Freundschaft ist nochmal was Einzigartiges, was andere Beziehungsebenen nicht können. Da möchte ich mit euch drauf schauen. Als Kind ist es ja so, wir haben es in der Kindergeschichte gehört, ist ja so, ein Freund haben ist ja ein Riesenthema. Warum? Weil das so die erste Beziehung nach außen ist. Also da ist erst Mama, ganz viel Mama, 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 dann kommt irgendwann Papa, Papa, der riecht anders, der kratzt und so. Dann kommt irgendwann Oma, Opa und irgendwie so. Aber das ist Familie, das ist ein eigener Kreis. Ein Freund ist oft das Erste, was so nach außen, so da passiert was Besonderes, was Einmaliges, was Erstes. Und das ist ja ein Riesenthema, wer ist mit wem befreundet? Oh, das ist mein Freund und das ist meine Freundin und du bist nicht mehr meine Freundin und ich lade dich nicht mehr zum Geburtstag ein. Und Dramen spielen sich ja ab, also vor allem bei Mädchen. Aber ich glaube bei Jungs auch. Aber wie geht es uns später dann damit? Haken wir das so ein bisschen ab? Naja, das ist halt dieses Drama im Kindergarten, wir haben davon gehört. Schule vielleicht noch so ein bisschen, aber dann werden wir ja aufgeklärt, dann haben wir einen Partner und so. Habt ihr Freunde?
Habe ich Freunde? Haben wir Freunde? Oder sagt man noch, du bist mein bester Freund? Oh, sowas, das sagt man im Kindergarten. Ah, was ist da los? Okay, Freunde sind was Besonderes, weil Freunde gehören nicht zur Pflichtübung, sondern Freunde sind so wie obendrauf. Freunde sind Kür. Also ich brauche meine Eltern, damit es mich gibt. So. Ich brauche überhaupt Ehe und Kinder. Letztlich, bis vor ein paar Jahren war, oder in vielen Menschen und Kulturen, ist das die Altersvorsorge. Also ich brauche einfach Menschen, die für mich sorgen, die für mich da sind. Die brauche ich auch. Dann brauche ich Kollegen oder Berufskontakte, brauche ich, damit ich Geld verdienen kann. Ich brauche Nachbarn, die um mich herum wohnen, dass man auch gegenseitig mal Blumen gießt, früher noch mehr, sich auch verteidigt nach außen. Also es gibt viele Beziehungsebenen und die brauche ich, um leben zu können. Freunde nicht. Irgendwie. Also ich kann ohne Freunde leben, ich überlebe ohne Freunde. Aber das macht Freunde besonders, weil die nicht überlebensnotwendig sind. Weil das so ein Geschenk ist. Das ist so wie die Sahne obendrauf. Wer jetzt Sahne mag, also manche ist ja nicht so ein tolles Beispiel. Oder wieso das, was so freiwillig, das bringt nichts. Aber das macht Freundschaft aus, weil es auch nichts bringen muss. Und zutiefst bringt es dann so viel. Aber nicht aus einer Zweckbeziehung heraus. Deswegen ist Freundschaft so was Besonderes und gleichzeitig so umkämpft. Weil in unserer stressigen Zeit, da geht es rauf und runter und das und das und das, was als schnellstes wegkippt, sind Freunde. Die Frau sagt, kümmere dich um Winterreifen, es schneit. Der Sohn sagt, helf mir endlich in Physik. Der Arbeitskollege sagt, warum hast du mir die E-Mail nicht beantwortet? Da renne ich nur hin und her, so, und dann kippt der Freund runter. Also bei mir, schnell. Philadelphia, Philos, warum hat Gott da so eine Bruderliebe, so eine Schwesterliebe, so eine Freundesliebe eingezogen in unsere Grundstruktur des Herzens? Warum hat er da so eine Ebene eingebaut, die auch nichts anderes, die auch Familie und so nicht ausfüllen kann? Tief im Herzen spürt man das. Auch der Ehepartner kann das nicht ausfüllen. Da hat Gott was angelegt in uns. So, das ist einzigartig. Zweitens, entdecken, Freundschaft entdecken. Der ehrliche Rat eines Freundes ist so angenehm wie Öl oder Weihrauch, so süß wie Honig. Ein Freund muss man entdecken, ein Freund ist nicht verfügbar, ein Freund kann man nicht kaufen, kann man nicht, auch nicht liken, schnell mal so ein Ding. Das so einfach ist es irgendwie nicht, ist nicht machbar. Der Salomo sagt, das ist süß wie Honig. Wir haben gerade richtig guten Honig zu Hause, also ich habe das heute Morgen noch genossen. Damals, als er das geschrieben hat, gab es noch keinen Zucker. Also diesen Zucker, den wir heute kennen, den gab es ja damals nicht. Heute kann man ja alles süß machen und ist auch süß. Wenn ihr hinten mal reinguckt, die dritte Zutat ist meistens Zucker. Oder es heißt halt anders, Glucose, lalala, irgendwie, alles Zucker. Da kann man alles von selber süß machen. Damals musste man Süße entdecken. Da musste man sich mal durch das Obst durchbeißen. Und gucken, oh, das ist süß. Freundschaft muss man entdecken. Das kann ich nicht kaufen und nicht machen und nicht nachzuckern. Freundschaft muss ich entdecken. C.S. Lewis hat das so beschrieben in seinem Buch, was man Liebe nennt. Da fragt er, der Freund fragt nicht den anderen, magst du mich? Sondern er fragt den anderen, was? Du auch? Ich dachte, ich bin allein. Da rutscht plötzlich ein Gefährt mir zur Seite, den ich wie entdecke plötzlich. Was, du auch? Ich auch. Das ist ein gemeinsames Fundament, was man da entdeckt. Echt, du auch? Ja, das ist auch meine Leidenschaft. Ja, das mache ich auch gern. Ich brauche in der Freundschaft was unser Fundament ist, was uns verbindet. Eros schaut sich gegenseitig an. Liebende schauen sich ins Angesicht, hoffentlich, und reden über ihre Beziehung und so. Freunde machen das nicht. Freunde schauen sich nicht einander an, sondern schauen gemeinsam auf was anderes, auf das, wo sie hinwollen. Was, du auch? Genau, Lewis sagt, C.S. Lewis sprach, über Freundschaft spricht man nicht. Da habe ich gedacht, ja, Frauen schon und Männer auch. Aber damals war das noch mehr vielleicht noch so, da hat man sich ausgerichtet auf so ein Ziel und dann denke ich, ja, das stimmt auch, das braucht Freundschaft. Er bringt es noch mehr auf den Punkt, wer nur einfach einen Freund für sich finden will, einfach nur für sich, der wird ihn nicht finden. Freundschaft braucht immer mehr als nur
die zwei. So, Zitat von ihm: Wir können nur Freunde haben, wenn wir noch etwas anderes als Freunde haben wollen. Wir können nur Freunde haben, wenn wir noch etwas anderes als Freunde haben wollen. Dieser gemeinsame Fokus, dieses gemeinsame Interesse, diese gemeinsame Leidenschaft, gemeinsame Berufung. Was, du auch? Komm, wir machen das zusammen. Das ist Freundschaft. Als Christen wissen wir, dass dieses Fundament natürlich auch der Glaube sein kann. Dieses gemeinsame, was, du bist auch Christ? Wir machen das gemeinsam. Was für ein starkes Fundament. Auch davon haben wir in der Kindergeschichte gehört. Wenn das so ein starker Nenner ist, dann hält das auch manche Krise mal aus, auch manche Entfernung vielleicht aus. Ein starker Nenner, der auch mal Verschiedenhaftigkeit aushält und eine stabile Grundlage ist, Jesus Christus. So, gehen wir mal weiter. Also wir haben jetzt Freunde entdecken und das eine ist zu entdecken, das andere ist jetzt zu entwickeln. Freundschaft muss gepflegt werden, Freundschaft muss gebaut werden, Freundschaft muss gestaltet werden. Nach dem Fundament kommen jetzt so Säulen, die man jetzt baut auf dieses Fundament. Und ich bleibe bei dem, was Salomo uns mit auf den Weg gibt und möchte vier kurze Säulen nennen. A, Treue. Ein Freund liebt zu jeder Zeit, hieß es da. Der ist immer da, erreichbar, der gerade dann, wenn es finster ist, einfach da. Ein Freund ist treu, du bist treu zu mir. Viele Menschen kommen ja in unsere Nähe, weil sie was von uns wollen. Das ist irgendwie ja auch okay. Also, es wurde schon angedeutet, die Arbeitskollegen oder die Winterreifen oder die E-Mails oder man möchte sich toll fühlen, weil das ist so ein netter Kerl und so, aber dann sah nicht selber was ab. Freundschaft ist einfach nur da. Ein Freund ist einfach nur da. Reichtum macht viele Freunde, heißt es da, aber einen ehrlichen Freund, der liebt zu jeder Zeit, auch zur Unzeit, ist er da. Zweitens, ein Freund ist einfühlsam oder empathisch. Ein echter Freund steht mehr zu dir als ein Bruder. In vielen Übersetzungen ist dieser Vers übersetzt, ist anhänglicher als ein Bruder. Das ist nicht so ein, man denkt mal, anhänglich, das wird einem, dann doch lieber ein Hund. Das ist auch anhänglich, aber den kann man dann auch mal wohin schicken. Aber das Wort, was hier steht, ist halt, das ist wie aneinander kleben. Ein Freund klebt an dir. Jetzt wird es den Freiheitsliebenden unangenehm, das ist mir doch ein bisschen zu nah. Aber was damit gemeint ist, da kommt einer in dein Leben und der verbindet sich mit dir, der fühlt, was du fühlst. Und er ist traurig, wenn du traurig bist und freut sich, wenn du dich freust, weint mit den Weinenden, lacht mit den Lachenden. Das gibt es sonst, gibt es bei den Kindern, gibt es das ja auch. Man sagt zu den Eltern ja nicht umsonst, dir kannst, wenn du Kinder bekommen hast, nur noch so gut, wie es deinen Kindern gut geht. Dir geht es nur noch so gut, wie es deinen Kindern gut geht. Wenn es ein Kind schlecht geht, dann schaffst du es nicht, fröhlich zu sein. Das ist eine Bindung, die halt genau durch diese familiäre da ist. Und der Freund, der macht es freiwillig. Der hängt sich an dein Herz. Was für ein Freund. Und ehrlich, drittens. Ein offener Tadel ist besser als verborgene Lieben. Wunden, die ein Freund geschlagen hat, ist besser als Küsse von einem Feind. Tolle Aussage. Aber das provoziert auch ein bisschen. Also möchte ich wirklich von dem Freund mal angesprochen werden auf die wunden Punkte in meinem Leben? Oder den blinden Fleck wenigstens? Ja, schon, oder? Wenn nicht der, wer dann? Wenn meine Frau mir das sagt, dann... Aber ein Freund, der dürft vielleicht mal was sagen. Das ist doch was Besonderes. Wenn nicht ein Freund, wer dann? Aber trauen wir uns das? Traue ich meinem Freund mal ehrlich was zu sagen oder habe ich Angst, dann diese Freundschaft zu verlieren? Oder ist es mir zu anstrengend? Nachher muss ich mit dem reden und dann ist er beleidigt und dann muss ich es nochmal erklären. Ja, dann lasse ich es lieber. Aber das ist kein Freund. Ein Freund redet ehrlich. Und wenn nicht der, wer dann? Weil küssen, das können uns auch die Feinde. Das hat Jesus erlebt. Der Judas. Kuss. Ihr seht ihn da auf diesem Bild. Also bin ich bereit, ehrlich zu sein in Freundschaft oder lasse ich den anderen halt einfach weiterlaufen, weil es mir zu anstrengend ist oder weil ich Angst habe um die Freundschaft,
in Klammer Angst habe darum, nicht mehr geliebt zu werden, gemocht zu werden. Also es ist schon herausfordernd. Und viertens, beraten. Da heißt es in Sprüche 27,9 nach der Schlachterübersetzung, süße Rede eines Freundes aus dem Rat seiner Seele. Das ist doch schön, gell? Nochmal. Süße Rede eines Freundes aus dem Rat seiner Seele. Also beraten hat nichts mit draufhauen zu tun und mit schnell mal was gegen das Schienbein treten irgendwie so, sondern das kommt von Herzen, von der Seele. Auch da so ein offenes Wort zu finden, wenn nicht dein Freund, wer kann dich dann mal zur Seite nehmen und dir mal einen Rat geben? Rat geben ist ja ein bisschen in Verruf gekommen, wird dann gleich mit Ratschlag, mit Schlagen assoziiert, aber in der Bibel ist Rat was sehr Wunderbares. Genau. Wer kann dir Rat geben? Und vielleicht erinnerst du dich an Gespräche, wo sowas stattgefunden hat, wo ein Freund dir einen Rat gegeben hat. Solche besonderen Momente. Und vielleicht war es nur so ein Nebensatz irgendwo. Aber dann gedacht, ja, das war wegweisend. Ich habe mal, fällt mir jetzt spontan ein, wir waren als Studenten unterwegs, da in unserer Teeküche und so, und zu der Zeit hat man ja so, der war befreundet oder man ist nicht befreundet, also jetzt nicht mit Freund, sondern mit Frau. Und dann hat er so gesagt, naja, irgendwie, also er hat, seine Traumvorstellung war immer eine Blonde, holde Maid zu erobern, jetzt war die braunhaarig. Damals war das noch nicht so viel mit so, nennt man das Gas, was man da drauf tut, also blondieren. Und dann hat er halt so vor sich hingeblubbert, war auch ein bisschen blöd dahergeschwätzt, sage ich jetzt mal so. Und dann habe ich zu ihm gesagt, du, aber es kommt doch auf den zweiten Blick an. Und dann war plötzlich so Totenstille, ich bin dann wieder rausgegangen, so mit meinem Toastbrot. Und dann später kam er zu mir und hat gesagt, das hat für ihn wie ein Schalter umgelegt. Genau, also guter Rat, ist teuer, aber dafür hat man Freunde. Soweit Salomo, soweit dieses Fundament, gemeinsam warst du auch. Und dann stelle ich da meine Säulen drauf, Treue, Einfühlsamkeit, Ehrlichkeit, Beratung. Und dann sind wir bei Sprüche Salomos und du denkst vielleicht schon die ganze Zeit, naja, das sind halt tolle Sprüche. Der kann Sprüche machen. Aber so einfach ist es doch nicht mit Freunden. Wie geht's dir denn? Ist das alles, das sind jetzt so diese Hochglanzperspektive. Also idealer Freund, klasse, perfekt, vertrauensvoll. Wie geht's dir damit? Wie geht's dir mit deinen Freundschaften in deinem Leben? Durchwachsen. Ja, da gab's mal einen, aber der ist dann weggezogen. Oder lebt vielleicht schon nicht mehr. Wie geht's dir mit dem Thema Freundschaft? Bist du auf dem Weg oder sagst, ach brauche ich nicht, so Gefühlskram irgendwie. Wie geht's dem? Hast du einen Freund, einen richtig guten Freund? Weiß der das auch? Oder ist das so ein wundes Thema, Thema Freundschaft, und du hast schon abgeschrieben, vielleicht verletzt, enttäuscht? Wie geht's? Ja, was macht das mit uns? Als ich das vorbereitet habe, habe ich gedacht und gemerkt, das macht zwei Sachen mit mir. Das eine ist Sehnsucht. Denk mal, ja, das rührt was an. Da ist eine Sehnsucht da, neben vielen Kontakten, neben viel, was läuft. Und da so ein Freund, Freundin. Merkt ihr das auch? Das spricht was an in uns. Und genau, das ist eine Riesensehnsucht, auch unter den jungen Leuten. Und dann versucht man es digital zu lösen, aber es funktioniert ja nicht so. Das ist eine große Sehnsucht. Gott hat da so einen Platz in unserem Herzen geschaffen, hat da so eine Ebene eingezogen, das ist für Freunde. Und wenn da keiner drin ist, dann ist da irgendwie leer, da zieht es irgendwie. Das ist nicht gut. Es geht irgendwie, aber da fehlt was. Wir waren auf einer Freizeit, Ruth und ich, vor ein paar Jahren schon, so einer Jugendfreizeit, Jungerwachsenenfreizeit in Griechenland und so. Und normal kommen da immer so die ganzen braven Baptistenkinder kommen da so mit. So die ganzen Christenkinder und dann alles ist immer gut. Und Mareike weiß schon, was ich erzähle. Die war da auch dabei als braves Baptistenkind. Schon ein paar Jahre her. Und dann kam so eine ganze Horde mit, weiß ich noch, aus Bamberg. Das war halt der Bruder oder er war schon aus der christlichen Familie, aber das waren so schwere Jungs. Tätowiert und so, gell, und so, also die hatten halt Kraft und die waren auch gleich zu viert und immer so ein bisschen, die
ich kam dann an bei dem Treffen und ich dachte so, meine Güte, was, war ich ja auch noch ein paar Tage jünger. Und dann habe ich gedacht, so, das kann ja spannend werden, so nach Griechenland, auf so einen Zeltplatz, so mit Party und Taverne und Uso und mal schauen, wie das so wird. Und rauchen. Und, ja genau, und dann waren die da auch zusammen im Zelt natürlich. Genau, die Erinnerungen kommen hoch. Es war eine gute Zeit. Und dann eines Morgens bin ich so reingekommen zum Wecken und so. Da musste man mir erstmal aufmachen, weil das extrem alles gerochen hat. Und dann strahlen die mich an, gucken die mich an und meinen, steckt mir so die Faust in den Gesicht. Freund! Und ich so, ja? Und dann der andere so, heute ist Tag der Freundschaft. Und dann hatten die sich hier so Freund draufgeschrieben, hat nicht ganz gepasst, F-R-E, aber egal irgendwie. Und dann noch hier drauf, so mit Kugelschreiber, da war Tag der Freundschaft. Und dann sind sie raus zum Frühstück und so und Freund, Freund. Das war gut. Genau, das war eine super Freizeit dann mit denen. Habe ich gedacht, die haben auch eine Sehnsucht. Drücken es auch aus. Ja, Sehnsucht nach Freundschaft. So, das eine Gefühl, das andere Gefühl, habe ich ja auch schon angesprochen, ist auch so ein Frust mit dem Thema Freundschaft. Diese Sprüche Salomos legen mir ja auch so ein bisschen so einen Spiegel vor, oder halten mir einen Spiegel vor. Und dann sehe ich, okay, bin ich denn so ein Freund? Ja, ich hätte gern so einen, aber bin ich selber eigentlich? Kann ich das eigentlich? Das löst auch ein bisschen Frust auf. Kriege ich deswegen vielleicht nicht so einen Freund, weil ich selber nicht so einen Freund bin? Bin ich ehrlich? Nehme ich mir Zeit? Wie läuft das? Wo nehme ich mir die Kraft eigentlich her? Warum schaffe ich das nicht, solche Freundschaft zu leben? Also da kommt so eine Sehnsucht und da kommt so eine Frust, so ein Frust. Also tolle Predigt, oder? Erst den Mund wässrig machen und dann sagen, wir schaffen es nicht. Oder doch? Energie. Woher nehme ich die Kraft für Freundschaft? Für diese Sehnsucht und trotzdem auch für diesen Frust, der da drin steckt. Jesus Christus, als er kurz davor stand, gefangen genommen zu werden, geschlagen zu werden, verurteilt zu werden, kurz davor, er hat es ja geahnt, in den Stunden davor, in der Nacht davor, was hat er da gemacht? Er hat seine Freunde um sich gesammelt. Die sind Johannes 14 bis 16, sind 3 Kapitel lang, wo Jesus sich mit seinen Freunden nachts unterhält. Das war eine lange Nacht. Und er erzählt ihnen rauf und runter, es beginnt mit der Fußwaschung. Und er erzählt ihnen, was er vorhat und wie das läuft und dass er gehen wird. Und er sucht seine Freunde, er schart seine Freunde um sich. Er braucht Freundschaft. Jesus hat Sehnsucht nach Freundschaft. Mittendrin in diesem langen Reden in Johannes 15 sagt er dann zu ihnen, ihr seid nicht mehr Knechte, ihr seid meine Freunde. Denn ihr wisst jetzt, was ich weiß, was ich euch vom Vater gesagt habe. Er hat sie eingeweiht, er hat sie zu Freunden gemacht. Jesus hat Sehnsucht nach Freundschaft. Garten Gethsemane geht er dann zu beten. 3 seiner Freunde nimmt er noch enger mit, seine besten Freunde vielleicht. Und die schlafen ein. Sehnsucht nach Freundschaft trifft Frust von Freundschaft. Dann gehen sie wieder raus, dann kommen die Soldaten, wollen ihn gefangen nehmen. Wer kommt? Judas. Und was soll das mit diesem Kuss? Hast du dich vielleicht schon ein paar Mal gefragt? Das ist der Bruderkuss, das Zeichen für Freundschaft. Judas hat gesagt, ich verrate dich mit dem Zeichen eines Freundes. Jesus antwortet ihm, mein Freund, warum bist du gekommen? Er spricht ihn mit Freund an. Jesus sehnt sich nach Freundschaft, aber kennt auch diese traurige Tatsache, wie das ist, wenn Freunde einen verlassen. Oder wenn das so frustrierend ist mit Freunden, wenn man enttäuscht ist. Was Jesus da erlebt hat, ist so dieses Grundmuster unserer Welt, dieses Grundmuster der Freundschaft nach Sehnsucht und Zerbruch. So hat Gott uns ja von Anbeginn der Welt geschaffen. Er hat uns geschaffen als Freunde. Was macht Gott mit Adam und Eva? Er geht mit ihnen im Garten spazieren. Er wandelt, er geht mit ihnen zusammen. Das ist ein Konzept der Freundschaft. Er baut nicht einen Palast hin und die sollen sich hinknien vor seinem Thron und so. Das hat dann eine andere Perspektive. Aber damals, er hat gesagt, hey, lass uns Freunde sein.
willst du mit mir gehen durchs Paradies? Ich weiß nicht, ob ihr das früher auch noch so gemacht habt. Willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Also ich kenne solche Zettelchen noch. Heute macht man es nicht mehr so. Ja. Schickt mal eine Freundschaftsanfrage. Gott hat uns so geschaffen, das ist das Grundmodell unseres Lebens, geschaffen zur Freundschaft mit ihm und zur Freundschaft miteinander. Ja, nein, vielleicht. Und ihr kennt's, der Mensch kreuzt Nein an. Er kreuzt einfach Nein an und schiebt diesen Zettel zurück. Da kannst du lesen. Wie geht's uns, wenn uns so jemand einen Zettel zurückgeben würde mit Nein drauf? Lies halt, ich bin weg. Wie gehen wir damit um, wenn Freunde uns enttäuschen oder gar verletzen? Dann wird's echt eng. Und da kann auch viel Wut aufkommen. Aus Freunden können schnell Feinde werden. Was macht Jesus? Seine Freunde haben ihn enttäuscht, mit einem Kuss verraten. Was macht Jesus? Mit denen, die ihm wie Feind geworden sind, die ihn nicht mehr kennen, Petrus am Lagerfeuer, den kenne ich nicht. Was macht Jesus mit dieser gescheiterten Freundschaft, mit seiner Phileo, mit seiner Freundesliebe, die nicht mehr weiterkommt? Er legt noch eins drauf, Agape. Jetzt reicht Phileo nicht mehr, jetzt braucht es Agape, die göttliche Liebe. Jesus geht einen Schritt weiter, der ultimative Freund. Der Freund schlechthin, der liebt sogar seine Feinde. Der liebt sogar seine Feinde. Und jetzt ist noch krasser, er nimmt diesen Feindesstatus jetzt auf sich. Die anderen haben sich zu Feinden gemacht. Wir haben Gott Nein angekreuzt und es ihm gegeben. Und Jesus wirft sich dazwischen und sagt, Vater, ich nehme diesen Zettel. Ich nehme dieses Nein auf mich und gehe selber in diese Isolation. Er geht sogar in die Feindschaft gegenüber Gott. Er nimmt diesen Kelch des Zorns freiwillig und brüllt am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er geht in diese Einsamkeit, die uns oft, wenn wir mal ehrlich sind, manchmal befällt, wo wir sagen, wo sind denn jetzt die Freunde? Kennt ihr das? Das ist so ein flaues Gefühl, das ist manchmal richtig mächtig und dann überfällt einen das plötzlich. Bin ich eigentlich allein? Und das nimmt Jesus auf sich. Er nimmt diesen Zettel und reißt ihn an sich, in sein Herz hinein. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Für dich. Und Jesus reißt sich diese Freundschaft mit Gott wie aus dem Herzen und hält sie dir hin. Er reißt sich diesen Zettel mit Fett Ja angekreuzt, das er ausgefüllt hat, reißt er aus seinem Herzen und sagt so, und ich gebe sogar die Freundschaft mit Gott auf am Kreuz für dich, dass dieser Zettel jetzt für dich ist. Gott kreuzt dir an Ja und legt dir diese Hand hin, sagt, möchtest du mein Freund sein? Möchtest du dich versöhnen mit Gott? Möchtest du meine Freundin sein? Bist du ein Freund Gottes? Freunde, nimm das an und spür das. Wir tun das manchmal so ein bisschen wie so in den Kigo-Bereich zurück, sagen, ah, wenn wir über Freunde mit Jesus und so, das ist so Kigo. Hey, mein Freund Jesus, nimm's da rein, nimm's auf. Lass Gott Jesus, lass ihn diese Ebene in deinem Herzen ausfüllen, diese Phileo-Ebene, die er geschaffen hat. Lass ihn daran. Und das Paradoxe ist ja, wenn das dann gefüllt ist, dann kann ich auch anderen Menschen Freund sein. Wenn ich menschliche Freunde nicht mehr brauche, weil Jesus mein Freund ist,
dann, das ist das Paradox, dann werde ich frei, Menschen ein Freund zu werden, ein guter Freund zu werden. Weil dann habe ich die Kraft für Freundschaft. Muss es nicht von anderen Freunden erwarten und einklagen und böse sein oder enttäuscht sein. Dann füllt das mein Herz aus und dann kann ich Freund für andere sein. Die Agape ist die Kraftquelle für Phileo. Und da sind wir auf dem Weg. Aber das ist der einzig richtige Weg, der einzig gute Weg. Da sind wir auf dem Weg und es bleibt eine tägliche Übung, dieses Herz füllen zu lassen, mein Freund Jesus. Aber es ist ein guter Weg. Geh weiter auf diesem Weg. Und wenn du mal angefangen hast, ist irgendwie in Stocken geraten, geh weiter. Der Freund ist ja da. Immer, er ist treu. Wenn wir Freundschaft bei Jesus abholen, daran satt werden, was könnte dann in unserer Welt passieren? Was könnten wir an Freundschaft leben in unserer Welt? In der Gemeinde fängt das ja an, wo plötzlich Menschen sich mögen, die so unterschiedlich sind. Jung und alt und arm und reich und sportlich und nicht sportlich, gebrechlich und alle Kulturen und Inländer und Ausländer. Und wir kommen zusammen, sind Freunde, weil Jesus uns verbindet. Und daran soll die Welt erkennen, dass wir seine Jünger sind, weil das ist nicht normal. Normal sucht man sich Freunde, die so gleich sind, so geben und nehmen muss irgendwie gleich sein. Ich suche jemanden, der mir ähnlich ist, das ist cool irgendwie. Aber wenn Jesus unser Freund ist, dann haben wir Kraft, auch andere Menschen anzunehmen und nicht mehr abzugrenzen. Jesus sagt über Freundschaft noch einen wichtigen Satz in diesem Johannes 15. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Das ist das Evangelium. Jesus nennt uns Freund. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe das Ja angekreuzt und schicke dir den Zettel hin, bevor du überhaupt das Ding ausgefüllt hast. Bevor du überhaupt gefragt hast, habe ich schon Ja angekreuzt. Ich habe dich erwählt. Es gibt eine Ikone der Freundschaft, die Ikone des Männers, die vielleicht schon mal gesehen. Männers, gestorben 295 nach Christus, ist einer der Heiligen der koptischen Kirche in Ägypten. Und man nennt diese Ikone oder den Männers der Heilige der Freundschaft. Jesus, mein Freund. Männers steht neben Christus mit Mönchsgewand und Mantel, strahlt Männers eine unerschütterliche Festigkeit aus. Seine rechte Hand weist auf Christus hin. Christus ist noch etwas größer und breiter dargestellt als Männers, aber sonst sehr ähnlich. Christus streckt seine rechte Hand aus und ruht auf der Schulter des Heiligen. Es ist der Arm der Freundschaft, der dem sehnenden Freund Kraft und Mut gibt, seinen Weg zu gehen. Fürchte dich nicht, ich bin bei dir, sagt Christus.